Ja, vorgestellt wurde ich ja schon. Ich bin Maximilian Plenert. Ich sitze im Bundesvorstand von Akzept. Erstmal vorneweg, ich bin kein Arzt. Ich bin von Haus aus eigentlich Physiker. Insofern, für den Fall, dass irgendwelche Ärzte oder sonstige Angehörige der Heilberufe unter uns sind, man möge mir vielleicht die eine oder andere Unsauberheit bei gewissen Fachbegriffen verzeihen. Ich möchte jetzt nicht auch anfangen, in fremden Bereichen zu wildern, sondern habe alles nach bestem Wissen und Gewissen versucht niederzuschreiben und wiederzugeben, was ich von Leuten gehört habe, die unter anderem auch Ärzte sind. Zum Beispiel Dr. Franjo Grotenherm, dem Chef vom Arbeitskreis Cannabis als Medizin, der hier, glaube ich, deutschlandweit und international der Größen ist. Bei der Brötchen verdiene ich ansonsten beim Deutschen Hanfverband. Dort habe ich nicht nur den ganzen Tag mit Cannabis als Genussmittel zu tun, sondern auch mit Patienten, auch mit den Folgen der Cannabis-Repression, der Prohibition, die halt auch um insbesondere Menschen, die Cannabis-Medizin nicht nutzen, trifft. Genauso wie es Genusskonsumenten trifft, da machen Gerichte und Staatsanwälte und insbesondere die Polizei kaum einen Unterschied, was natürlich gerade bei diesen Menschen, die eh schon mit oft in einer sehr schwierigen Lebenssituation sind, nochmal eine zusätzliche Schikane darstellt. Heute Abend soll es primär um praktische Aspekte gehen, also das, sag mal, Überschrift könnte auch lauten, was sollte jeder politisch interessierte Mensch über Cannabis wissen? Es wird jetzt hier nicht so in die medizinischen Details gehen, und auch nicht in alle politische Details gehen. Wer zum Beispiel sich genauer wissen möchte, wie das mit dem Endokannabinoid-System funktioniert und wie THC im synaptischen Spalt wirkt, dem empfehle ich den Vortrag von Franjo Grotenherm, der vor wenigen Wochen beim Akzept-Kongress gehalten hat. Diesen Vortrag und auch das, was ich hier erzähle, wird es dann auch spätestens nächste Woche auf YouTube geben. Also Kamera läuft mit, Bild ist nach vorne, wenn jemand nicht genannt werden möchte, wenn jemand auch aus dem Off nicht hörbar sein möchte, möge mir das sagen, dann schneide ich ihn natürlich raus. Die Adresse, wo das Ganze dann zu finden ist, www.alternative-drogenpolitik.de, was mein privates Blog ist, wo ich viel über Drogenpolitik schreibe. Im Vortrag sind 43 Folien geworden, ich werde es trotzdem versuchen, kompakt zu halten. Es wird am Anfang erstmal darum gehen, wenn wir von Cannabis als Medizin reden, was ist eigentlich dieses Cannabis? Da gibt es nämlich im Prinzip eine ganze Menge Dinge, die darunter fallen, sowohl die unterschiedlichste Cannabinoide, wir haben die Cannabispflanze, wir haben unterschiedlichste Wirkstoffe und dann natürlich auch unterschiedlichste Präparate daraus. Dann, wo kann man diese Präparate und Wirkstoffe einsetzen? A, theoretisch, das kann man sich theoretisch überlegen, wenn man sich einfach anschaut, wo das Endokannabinoid-System eine Rolle spielt. Man kann anschauen, wo es praktisch eingesetzt wird, wo es erforscht wird, also wo es gute Forschungslage gibt. Und dann natürlich, weil Cannabis als Medizin ist ein politisches Thema, der Rahmen ist ganz klar politisch vorgegeben. Wir haben hier keine Therapiefreiheit. Insofern ist auch die Frage, wie es in Deutschland eingesetzt wird, ein Ergebnis von diesen Rahmenbedingungen. Allgemein zur Situation in Deutschland werde ich dann noch ein bisschen was erzählen, zum Thema Cannabis als Medizin weltweit. Und zum Schluss werde ich noch einige Probleme von Cannabis-Patienten darstellen, ein bisschen die politische Debatte skizzieren, die es gerade gibt, und einen kleinen Ausblick geben. Und am Ende noch einige Quellen, Literatur und weitere Informationsmöglichkeiten benennen. Wenn es zwischendrin akute Fragen gibt, einfach mit Damen wedeln. Ich nehme euch dann gerne dran, sobald ich meinen Satz beendet habe. Cannabis ist, also die Wiederentdeckung von Cannabis als Heilmittel, ist noch eine relativ junge Sache. Nicole hat ja schon gesagt, dass es lange Zeit also im Prinzip schon seit Ewigkeit, also selbst die ältesten medizinischen Fachbücher berichten von Cannabis als Heilmittel aus China. Eine Hildegard von Bingen hat es genutzt und es wurde dann roundabout seit dem Ersten Weltkrieg rum als, ich weiß nicht, ob es ein bewusster, aber zumindest ein billig, also problemlos in Kauf genommener Kollateralschaden im Kampf gegen Cannabis als Rauschmittel, wurde Cannabis als Heilmittel halt auch platt gemacht, ganz brutal gesprochen. Es begann dann wieder mehr zu werden, einmal mit der wissenschaftlichen Erforschung der einzelnen Cannabis-Wirkstoffe, mit der Entdeckung des Endokannabinoid-Systems, also der Erkenntnis, dass unser Körper selbst cannabisähnliche Stoffe produziert und das eine wichtige Rolle spielt. Da stehen wir noch ganz am Anfang.
praktisch hat es den Startschuss 1996 in Kalifornien gegeben, wo eine Volksabstimmung Cannabis als Medizin legalisiert hat. Inzwischen sind es, glaube ich, 21 Bundesstaaten, aber es werden wirklich teilweise alle paar Monate einer mehr. Und auch was die Legalisierung als Genussmittel angeht, werden wir jetzt im Zweijahrestakt in den USA Legalisierung erfahren. In Deutschland ist THC, also einer der wichtigsten Cannabis-Wirkstoffe seit 1998, wieder verschreibungsfähig. Cannabis als Medizin in den Niederlanden ist auch noch gar nicht so alt. Da ging gerade vor einigen Tagen die Meldung über mein Schreibtisch 10 Jahre Cannabis als Medizin in den Niederlanden. Das ist auch noch nicht so lange her. Dass Menschen mehr als nur Tronabinol, also das THC, nutzen dürfen, war theoretisch schon lange machbar. Praktisch hat es erst ein Urteil im Jahr 2005 gebraucht, wo gesagt wurde, die Nutzung von Cannabis als Medizin, von mir als Privatperson, für meine Gesundheit, ist ein öffentliches Interesse und damit eine Möglichkeit, das zu genehmigen, dazu später mehr. Und die erste Ausnahmegenehmigung für den Erwerb von Cannabisblüten aus Apotheken gab es im Jahr 2007. Das ist alles noch nicht so lange her. Also insofern sind wir da gerade in einer sehr, sehr spannenden und immer rasanter werdenden Entwicklung. Was ist denn nun eigentlich dieses Cannabis, das medizinisch eingesetzt wird? Im Prinzip kann man da vier Dinge unterscheiden. Es gibt einmal unterschiedlichste Cannabinoide, es gibt die Cannabispflanze, dann gibt es unterschiedlichste Wirkstoffe, die medizinisch eingesetzt werden, und dann gibt es Fertigpräparate und Rezepturarzneimittel mit diesen Wirkstoffen. Das sollte man am Anfang mal ein bisschen klären, es werden jetzt auch eine ganze Menge Begriffe fallen. Müsst ihr euch nicht alles merken, aber so zwei, drei Sachen sollte man mal gehört haben, damit man mal einen Überblick bekommt, worüber man überhaupt sprechen kann. Zum einen gibt es die Cannabinoide. Cannabinoide kann man einmal darüber definieren, dass das Substanzen sind, die an die Cannabinoid-Rezeptoren andocken. Darunter fallen auch zum Beispiel, also da fallen natürlich die Stoffe drunter, die ausschließlich in der Hanfpflanze bisher gefunden wurden. Es gibt die Endocannabinoide, also die körpereigenen Stoffe, die in diesem Rezeptorsystem arbeiten. Es gibt synthetische Cannabinoide. Ein relativ bekanntes ist zum Beispiel das JWH-018. Das war einer der Stoffe, den sie im Spice gefunden haben vor einigen Jahren, also dieser Kräutermischung. Da sind auch gänzlich andere Substanzen noch mit dabei, zum Beispiel der HU-210. Das ist eine Substanz, die um den Faktor 100 mal stärker bindet an die Rezeptoren als das THC. Also da ist eine riesige Bandbreite noch an unterschiedlichsten Stoffen dabei, die mitunter vielleicht THC ähnlich wirken oder ähnlich wirken wie andere natürliche Cannabinoide, aber mitunter auch einfach sehr, sehr viel heftiger wirken und damit auch ganz andere Wirkungen erzielen können, im Guten wie im Schlechten. Dann gibt es noch andere pflanzliche Stoffe, die auch an die Cannabinoid-Rezeptoren binden. Da findet man inzwischen auch immer mehr. Also lange Zeit dachte man, das wäre eine exklusive Sache der Hanfpflanze. Aber gerade das Beta-Carotinophyllen, die finden sich im Zweifelsfall sogar in unterschiedlichsten Gewürzpflanzen wie Basilikum, Rosmarin, Zimt, Oregano und haben dann zum Beispiel eine entzündungshemmende Wirkung. Also es ist eine riesige Palette und man entdeckt immer noch mehr. Also gerade das ist die letztgenannten Sachen, findet man immer mehr. Man findet auch allgemein inzwischen immer mehr Stoffe, die man mal synthetisiert hat, inzwischen in der Natur wieder. Ich habe gerade auf der Zugfahrt hierher die Meldung gelesen, dass Tramadol inzwischen in Pflanzen gefunden wurde. Man hat inzwischen Valium in Pflanzen gefunden. Also eigentlich alle Stoffe, wo man gedacht hat, die haben wir bestimmt nie im Labor mal exklusiv zusammengerührt. Die in der Natur war schneller. Und es wird doch sehr spannend sein, was man sonst noch alles finden wird. Was die körpereigenen Cannabinoide angeht, die sind nicht nur, also es war nicht nur eine Revolution, dass man sie überhaupt gefunden hat, also bei den Opiaten wusste man schon sehr lange, dass der Körper die selbst auch herstellt und sich damit reguliert, und die Endocannabinoide sind doch eine relativ neue Sache, die haben dann auch sehr spannende, also spielen bei sehr spannenden Prozessen eine Rolle, zum Beispiel auch bei der Lust. Da gab es einen schönen Artikel im Spektrum der Wissenschaft, da ging es um Lust, auch um Lust, die durch Drogen hervorgerufen wurde. Und da gibt es halt einmal Substanzen, die einem quasi per Knopfdruck glücklich machen, die natürlich auch ein entsprechendes Abhängigkeitspotenzial besitzen. Und dann gibt es zum Beispiel auch das Anamanid, ein
Endokannabinoid, das den Effekt hat, dass es einen nicht einfach so glücklich macht, sondern einfach die schönen Dinge besser macht, was natürlich ein ganz anderer Mechanismus ist und dann natürlich auch nicht dieses klassische Abhängigkeitspotenzial hat, weil wenn mein Leben dann eh doof ist und wenn ich es einfach nur so einsetze und rauche und rauche und rauche, um irgendwie glücklich zu werden, das funktioniert nicht, aber wenn ich eh schon in einer schönen Situation bin, dann können mir die Cannabinoide das Leben noch schöner machen. Dann haben wir im Prinzip Cannabis, die Pflanze. Da sind inzwischen 109 Cannabinoide, die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe. THC, CBD, das sind Substanzen, die man kennt, aber es werden auch immer mehr. Also das stand eine ganze Weile lang still, diese Zahl, ich glaube bei 68 und so. Aber jetzt schaut man sich die Pflanzen nochmal an und unterschiedlichste Sorten nochmal genauer an und findet immer mehr Cannabinoide. Ob die eine Rolle spielen, weiß man nicht. Welche Wirkung sie haben, weiß man teilweise auch noch nicht. Aber es ist eine unglaublich komplexe Sache. Cannabis ist auch noch mehr als seine Cannabinoide. Es sind mehr als 400 andere Pflanzenstoffe, wurden in der Cannabispflanze gefunden. Dabei spielen auch gerade die Terpene eine sehr wichtige Rolle. Das ist zum Beispiel auch so einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden Arten Cannabis, dem Cannabis sativa und dem Cannabis indica, dass diese Sachen, also diese sekundären Pflanzenstoffe, die da noch drin sind, sehr unterschiedlich sind und die auch eine medizinische Wirkung haben. Auch da ist man noch lange nicht am Ende der Wissenschaft angekommen, der Forschung. Man hat auch das Problem, dass viele Cannabinoide an sich gar nicht so eine explizite Wirkung haben, sondern mit einem anderen Cannabinoiden interagieren, und das ist natürlich dann relativ komplex zu erforschen. Und gerade dieser Ansatz, mitunter einzelne Präparate zu machen, wo nur ein Cannabinoid drin ist, deckt halt nur einen winzig kleinen Teil der Möglichkeiten ab, die die Pflanze bietet. Insofern ist die Cannabispflanze deutlich mehr als die Summe der Einzelteile. Es gibt zwei Arten Cannabis, vielleicht sogar noch mehr, auch da ist die Forschung noch nicht am Ende, also auch da habe ich nicht weiter recherchiert, auch da gab es Hinweise, dass da noch weitere Arten sogar gefunden wurden, und es gibt auch einfach unzählige Sorten, die auch alle ihr ganz eigenes Profil haben. Welche Stoffe werden jetzt medizinisch eingesetzt? Ganz praktisch medizinisch eingesetzt werden die Cannabisblüten als solche, also zum Beispiel eine Firma in den Niederlanden, die zum Beispiel auch den deutschen Markt beliefert. Die haben vier Sorten im Angebot, dreimal Cannabis sativa, einmal Indica, alle mit unterschiedlichen Profilen, mit viel THC, mit mittelmäßig viel THC, mit weniger THC und viel CBD. Das soll also die zweite Zahl, soll da nicht THC heißen, sondern CBD. Und dann auch noch ein Indica, was zum Beispiel ein ganz anderes Profil hat, was die Terpene angeht. Das sind die Substanzen, die Menschen mit einer Ausnahmegenehmigung in Deutschland in der Apotheke bekommen können oder die man in den Niederlanden noch viel problemloser bekommt. Was auch eingesetzt wird, ist das Dronabinol. Das ist einfach noch eine weitere Bezeichnung für das THC, das halt schon sehr lange verschreibungsfähig ist. Dann gibt es auch ein synthetischer THC-Abkömmling, der schon relativ lange medizinisch eingesetzt wird. Dann gibt es noch das Nabiximol, auch besser bekannt als Sativex, wobei das ist im Prinzip jetzt quasi der Wirkstoffname, Sativex ist der Markenname. Man sollte immer versuchen, nicht als viel Markennamen in Vorträge einzubringen, aber es ist halt leider auch ein gewisser Zungenbrecher. Das ist ein Extrakt, das auf dem Markt vorhanden ist und auch zugelassen ist. Und nicht zuletzt gibt es da natürlich noch Marihuana, Haschisch und sonstige Substanzen, also sonstige Drogen, die aus einer illegalen Verwendung stammen und natürlich auch medizinisch eingesetzt werden können oder auch gerade in den USA mitunter halt auch nicht so krass auf diese sehr heftige Standardisierung geachtet wird. Also diese Substanzen, also wenn da steht 12% THC, dann meinen die damit 12% THC, weil das ist klinisch geprüft, das ist also ein sehr, sehr hohes Niveau, wo man sich fragen kann, braucht man das, aber deswegen ist das Zeug mitunter auch so schrecklich teuer. Ja, kurz Zwischenfrage, in welcher Darreichungsform gibt es dann dieses Dronabinol etc.? Das Dronabinol an sich ist im Prinzip, also der Apotheker bekommt dann, im Prinzip einfach die große Pulle, wo das reine Öl drin ist, das reine THC, und das kann dann halt entsprechend in Kapseln verpackt werden, das kann in anderes Öl verdünnt werden
und dann bekommt man so ein Sprechen. Das wird im Prinzip ja auch quasi nebenan von THC Farben in Frankfurt hergestellt. Ja, praktisch und auch paradoxerweise, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber eine Weile lang durften die ja keinen potenten Hanf einführen, deswegen haben die den Nutzhanf genommen, der explizit runtergezüchtet ist, um das Zeug daraus zu extrahieren, was mal wieder so ein Irrsinn ist, auf den man erstmal kommen muss. THC-Farben waren auch dann diejenigen, die zum Beispiel auch die synthetischen Cannabinoide entdeckt haben im Auftrag der Stadt Frankfurt, weil die auch die wenigen Leute sind in Deutschland, die überhaupt das Know-how haben, Cannabinoide zu entdecken, auch bisher noch Unbekannte. Ich wollte nur sagen, dass das Vetrokran, das wird jetzt hochgesetzt, das sind 22% jetzt mittlerweile. Sind es inzwischen 22%? Ja, also wir werden es nachkorrigieren, aber ich habe gerade vom Patienten auf dem Weg her erfahren, dass es jetzt nur, also wir machen eine neue Sorte draus, aber so groß, also es gibt Schwankungen auf jeden Fall auch, ja, oder Vetrokran, ich muss mal was einfallen lassen, ich bin mir da nicht sicher. Aber, also gut, also gewisse Schwankungen, ja, aber es ist, ja, es ist auch, also ich glaube im Prinzip auch zum Beispiel, dass sie die Indica-Sorte mit aufgenommen haben, ist auch noch, glaube ich, noch eine relativ neue Sache. Da ist auch noch viel im Fluss. Also wir haben ja gesehen, Cannabis als Medizin in den Niederlanden ist auch erst 10 Jahre alt. Die haben auch eine Gesamtproduktion von 150 Kilo pro Jahr. Das ist, wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, ziemlich poplich wenig. Und die exportieren sogar. Also die versorgen die Niederlanden, die versorgen Deutschland. Ich glaube, die Tschechen hatten auch überlegt, dass sie am Anfang erstmal daher das beziehen. Also es ist noch alles ein sehr, sehr kleiner Maßstab, in dem das läuft. Natürlich auch, weil in den Niederlanden einfach Patienten einfach sehr viel billiger ihr Gras im Coffeeshop bekommen, wobei da die Qualität auch sehr, sehr schwankend ist. Also eins der abschreckendsten Dokumente, die ich da mal gelesen habe, war eine Untersuchung der Uni Leiden, glaube ich, die mal Coffeeshop-Gras analysiert haben. Das ist mitunter schon ziemlich eklig, weil halt, also es hat schon einen Grund, warum zum Beispiel in der Lebensmittelbranche diese Hygienevorschriften eingehalten werden, warum der Metzger nicht erst in der Nase bohrt und dann ein Packfleisch wühlt. Und diese grundlegenden Regeln werden mitunter in Coffeeshops halt nicht beachtet. So, das zu den Wirkstoffen. Dann die Präparate, die es gibt. Also es gibt das Marinol, das ist ein THC-fertig als Präparat, was aus den USA importiert wird, relativ teuer. Dafür bietet sich in Deutschland das Dronabinol an, wird in Deutschland hergestellt und ist halt auch günstiger. Das ist halt das reine THC. Dann gibt es das Sativex, das das erste zugelassene Medikament auch ist in Deutschland. Also Dronabinol ist verschreibungsfähig, also jeder Arzt kann das prinzipiell verschreiben. Und Sativex ist das einzige, dass man das Zulassungsverfahren durchlaufen hat. Das kostet halt eine Menge Geld. Das Präparat an sich kostet auch eine Menge Geld, wird aber dann wenigstens bei MS auch von der Krankenkasse erstattet. Dann gibt es auch die Cannabisblüten, die genannten, die halt eingesetzt werden. Es gibt unterschiedlichste illegale Cannabisprodukte, die Menschen bewusst oder unbewusst einsetzen. Und, also gerade zum Beispiel in Ländern, wo die Nutzhanfproduktion nicht ganz so restriktiv ist, wie zum Beispiel der Schweiz, gibt es im Prinzip auch gerade relativ CBD-haltige. CBD ist eines der wenigen Cannabinoide, die nicht im Betäubungsmittelgesetz aufgeführt sind. Also reines CBD dürfte man sich kaufen, die dann im Prinzip CBD-haltig Nutzhanfprodukte nutzen, weil für manche Krankheiten ist halt auch ein hoher CBD-Anteil wichtig. Das ist auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, dass dieses Hochzüchten, was man hat auf dieses THC-Gehalt, mag vielleicht für den einen oder anderen Konsumenten als Genussmittel ganz nett sein, damit er viele Umdrehungen hat. Für viele Krankheiten ist diese Fixierung auf THC schlecht, weil sie zum Beispiel einfach CBD brauchen. Dann gehe ich jetzt zu den Einsatzgebieten. Ich habe das in drei Bereiche eingeteilt. Also einmal kann man sich einfach anschauen, wir haben das Endokannabinoid-System. Wir wissen, der Körper hat Cannabinoid-Rezeptoren, zwei unterschiedliche Typen. Die sind an unterschiedlichen Stellen, die regeln gewisse Körperfunktionen. Und dann ist natürlich klar, dass Krankheiten, die damit verbunden sind, potenziell von Cannabis als Medizin, ein Einsatzgebiet von Cannabis als Medizin darstellen. Dann gibt es einfach ganz praktisch typische Einsatzgebiete, die relativ gut erforscht sind, die weltweit häufig genutzt werden. Und dann können wir uns auch anschauen, wie es in Deutschland aussieht. Die CB1- und CB2-Rezeptoren finden sich an allen möglichen Stellen, also die CB1-Rezeptoren querbeet über den ganzen Körper. Ursprünglich dachte man, die sind nur im Hirn drin. Man hat sie inzwischen gefunden, also natürlich im Hirn, man hat sie gefunden, Milz, Herz, Lunge, Haut, Knochen, Fortpflanzungsorgane, Magen-Darm-System, also eine riesige Palette an
Orten, wo Cannabis und die Endocannabinoide den Körper selbst regeln. Wir haben die CB2-Rezeptoren, die auf Immunzellen drin sind, auch an unterschiedlichsten Stellen, also sowohl im Hirn, in den Mandeln, in der Milz. Und man könnte sich, wenn man jetzt wirklich Fachmann da hätte für diese Rezeptoren, der könnte dann auch eine riesige Palette an Krankheiten nennen, die alle damit in Verbindung stehen. Ganz allgemein gesprochen, weil ich wollte nicht zu sehr ins medizinische Detail gehen, sind das sowohl Erkrankungen, was den Energiestoffwechsel angeht, Störungen im Kreislaufsystem und der Atmung, Schmerzen und Entzündungen, das ist ein ganz wichtiger Bereich, das zentrale Nervensystem, da haben wir viele Cannabinoid-Rezeptoren, die Augen, Krebs, auch eine Baustelle, wo ich später noch was extra sagen werde, dann halt, ne, wir haben Cannabinoid-Rezeptoren, Leber, Magen, Darm, dann sind natürlich entsprechende Erkrankungen auch möglicherweise durch Cannabis therapierbar, das Skelettsystem und die Fortpflanzungsfunktionen. Auch da gibt es im Prinzip auch Forschung in die eine oder andere Richtung. Also es gibt häufig das Ding, wenn man zu viel kifft, dann werden die Sperma ganz träge und man kann sich nicht mehr richtig fortpflanzen. Aber wenn man sich im Detail anschaut, wird es dann komplexer. Was die wichtige Erkenntnis ist, was auch Dr. Grotenherr mir in seinem letzten Vortrag, also die Quintessenz seines Vortrags war, dass das Endokannabinoid-System im Körper dafür zuständig ist, die Balance wiederherzustellen. Also man hat ja viele Botenstoffe im Körper, die gewisse Effekte haben, also das Adrenalin, wo man dann anfängt umzupowern und aggressiv wird etc., also wo der Körper in eine spezielle Richtung getrieben wird oder andere Substanzen, die eher dämpfend sind, und das Cannabinoid-System ist dafür da, das Ganze wieder in die Balance zu bringen. Du hattest eine Frage. Hast du eine, ich habe gefunden. Judy. Damit kann man natürlich dann auch relativ allgemeine Aussagen treffen, wo Cannabis als Medizin eingesetzt werden kann. Bei allen Arten von Überreaktionen. Also wir haben zum Beispiel Krankheiten wie ADHS, die eine Überreaktion des Körpers sind. Wir haben unterschiedlichste Entzündungskrankheiten, also Entzündung ist ja erstmal eine natürliche Reaktion des Körpers, aber häufig halt übertreibt der Körper es halt, zum Beispiel nach unterschiedlichen Traumata, gibt da gewisse Botenstoffe frei und die Sache wird schwer entzündet und man hat dann, was weiß ich, Morbus Crohn, Asthma, riesige Palette an Dingen, die am Ende vom Tag eine Entzündungsreaktion sind. Unterschiedlichste Verspannungen und Spastiken, die es gibt, also sowohl bei MS, aber auch unterschiedlichste sonstigen Schmerzerkrankungen, die man haben kann, da kann Cannabis wirken. Und allgemein Schmerzen, auch bestimmte Typen von Schmerzen. Also Schmerzen ist ein sehr, sehr, sehr großes, breitbandiges Phänomen. Und gerade wenn es um Nervenschmerzen geht oder halt wiederum Schmerzen, die aufgrund von Verspannungen entstanden sind, dann kann Cannabis da wirken. Der Vorteil von Cannabis als Medizin ist da auch, dass es mehrere Wirkungen gleichzeitig hat, also das Endocannabinoid-System spielt in sehr vielen Stellen eine Rolle und bei vielen Erkrankungen hat man ja auch gleich mehrere Symptome, die man angehen möchte, da hilft Cannabis. Cannabis kann sowohl eine Ergänzung zu anderen Medikamenten sein, also Cannabis harmoniert zum Beispiel relativ gut mit Opiaten, also Cannabis an sich ist eher ein schwaches Schmerzmittel, aber wenn man eh Schmerzen hat, kann man das mit Opiaten kombinieren, das Cannabis, und kommt dann bei eher niedrigeren Dosierungen raus. Also es harmoniert und wechselwirkt in einem positiven Sinne. Es ist auch eine nebenwirkungsarme Alternative zu anderen Medikamenten. Also es gibt viele gute Medikamente für viele Krankheiten, wo Cannabis helfen kann. Aber einige dieser Medikamente haben halt heftigste Nebenwirkungen und da kann Cannabis eine Alternative sein. Der Vorteil ist, man kann es auch in vielen Bereichen auch relativ schnell einfach mal testen. Man kann einfach mal sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus, hilft dir Cannabis? Und wenn der Therapieerfolg sich einstellt, dann macht man halt weiter und wenn nicht, lässt man es halt wieder. Das ist bei vielen anderen Medikamenten, die vielleicht hochwirksam sind, aber krasse Nebenwirkungen haben, nicht so bei eben schnell, wir probieren das mal aus, Verfahren. Natürlich muss, wie bei allen anderen Medikamenten auch, geguckt werden, wie hoch ist der Nutzen, wie hoch sind die Nebenwirkungen, wie hoch sind die Kosten, und dann muss man schauen, ist das was für dich oder nicht. Und es gibt sowohl bei Cannabis als auch bei bestehenden Medikamenten einige Leute, denen hilft das sehr gut, bei anderen wirkt es gar nicht, muss man natürlich schauen. Also Cannabis ist jetzt auch nicht irgendein Wunderkraut, es ist nur sehr
vielfältig. Die Nebenwirkungen sind, die hauptsächlichen sind halt Müdigkeit, Schwindel. Menschen, die schon mal Cannabis probiert haben, kennen das sicherlich halt. Mundtrockenheit. Das Herz-Kreislauf-System wird halt durchaus auch belastet. Und die psychischen Effekte sind auch nicht für jeden was. Wobei viele dieser Nebenwirkungen auch schwächer werden im Verlauf der Zeit. Also es gibt dann also auch, also im positiven Sinne eine Toleranzentwicklung, dass man sich an die Effekte gewöhnt, mit ihnen klarkommt oder sie einfach schwächer werden. Problematischer wird es dann schon, wenn das zusammen mit Tabak konsumiert wird, was ja die gängige Konsumform ist. Dann hat man Blutdrucksteigerung, Abhängigkeit, Krebsrisiko, all diese Faktoren. Und das Krebsrisiko ist zwar nicht ganz so hoch, wie wenn man nur Tabak raucht, aber es ist auch durchaus erhöht in vielen Bereichen. Und gerade wer dann eine entsprechende Vorbelastung hat, psychische Vorbelastung, Herzprobleme hat, der sollte bei Cannabis vorsichtig sein. Wobei auch die Dosierungen, in denen Cannabis wirken kann, medizinisch mitunter ganz andere sind, als die man vom Rauschnutzen her kennt. Also das sind mitunter auch sehr, sehr niedrige Dosierungen, die man sonst gar nicht spürt. Weitere Nebenwirkungen sind für Menschen, die Cannabis halt illegal, aus illegalen Quellen beziehen, ist die Strafverfolgung. Das ist ein Problem. Und selbst Menschen mit einer Ausnahmegenehmigung müssen Angst um ihren Führerschein haben. Das betrifft zwar Gott sei Dank nicht alle, das ist eher ein riesiger Willkürbereich, aber auch noch ein Problem. Jetzt kommt nochmal eine riesige Palette an Sachen, wo das üblicherweise eingesetzt wird, das Cannabis. Also die vermutlich jetzt der bekannteste Beispiel sind die Spastiken bei MS und anderen ähnlichen Krankungen. Bewegungsstörungen bei Tourette wird das auch eingesetzt. Schmerzzustände, ich hatte ja schon gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche Schmerzen. Bei Migräne ist das durchaus ein Mittel der Wahl. Neuropathische Schmerzen, also Nervenschmerzen. Da hat es mitunter auch einfach Einsatzgebiete, wo konventionelle Schmerzmittel auch einfach nicht so gut wirken. Alles, was mit Entzündungen zu tun hat und alles, wo Entspannung hilft, zum Beispiel auch schmerzhafte Menstruationsbeschwerden, womit wir schon 50% der Bevölkerung als potenzielle Kandidaten für Cannabis als Medizin haben. Dann ist das, wie ich ja schon erwähnt habe, auch eine Ergänzung zu Opiaten eine sehr sinnvolle, weil gerade wenn es um hohe Dosierungen oder Opiaten geht, werden die Nebenwirkungen ja auch durchaus gravierend, wie Atemstillstand. Insofern ist es da sehr gut. Oder es wird auch bei Schmerzen bei Kindern eingesetzt, die natürlich auch nur sehr, sehr niedrige Opiatdosen überhaupt vertragen. Insofern ist es dann natürlich Gold wert, wenn man die Wirkung, die positiven schmerzstillenden Wirkungen verstärken kann und mit der Dosierung insgesamt runtergehen kann. Was ich persönlich auch noch einen sehr spannenden Aspekt finde, ist, es kann auch eine Alternative zu ganz konventionellen Schmerzmitteln wie Paracetamol, Ibuprofen und Acetylsalicylsäure sein. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr, dafür wird es noch so nicht stark eingesetzt. Wir haben Appetitlosigkeit und Abmagerung, das ist gerade bei AIDS, bei Krebserkrankungen oder auch bei älteren Leuten ein gewaltiges Problem, dass die Leute wirklich also beim lebendigen Leibe verhungern. Auch unterschiedlichste Formen von Magen-Darm-Erkrankungen, Ekel vor Nahrung, da hilft es auch, also sowohl wenn es um Magen-Darm-Erkrankungen mit Entzündung geht, Morbus Crohn ist hier ein klassisches Beispiel, oder Leute, die einfach auch eine gewisse Nahrungsverweigerung haben, Menschen mit Alzheimer, also da wäre es auch sicherlich immer sehr spannend, jemand zu haben, der sich zum Beispiel mit medizinischen Problemen von Senioren explizit auskennt, der würde hier eine ganze Menge Punkte sehen, wo er sagt, oh, das wäre in meinem Altersheim wirklich eine gute Sache. Es gibt Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie. Hier gibt es eigentlich auch schon sehr gut wirksame Mittel, aber wenn man Cannabis zum Beispiel eh schon gegen Appetitlosigkeit einsetzt, dann ist es ja auch nicht schlecht, dass man auch zusätzlich noch die Wirkung hat, dass es die Übelkeit mindert. Man hat noch den Glaukom, das wird auch da eingesetzt, also der erhöhte Augeninnendruck ist da das Problem, wobei da gibt es eigentlich auch sehr gute andere Medikamente. Epilepsie, auch so ein Fall, auch da teilweise sehr gut wirksame Medikamente, aber teilweise mit heftigsten Nebenwirkungen. Also ich kenne einen Fall persönlich, also was der mitmacht, also der muss jetzt gerade auch mal alle Medikamente durchprobieren, um zu zeigen, dass Cannabis, um also die Genehmigung für Cannabis zu bekommen, was der mitunter an Nebenwirkungen hat, das ist nicht feierlich. Und zuletzt, auch ein sehr spannender Bereich, Abhängigkeit und Entzugssyndrom bei Benzodiazepinen, Alkohol, Opiaten.
gerade Alkoholabhängigkeit, haben wir ja gerade gehört, ein nicht kleines Problem in dieser Gesellschaft. Cannabis als Ausstiegsdroge, könnte ich ja die Überschrift lauten, mit der ein Kollege in den USA, aus Österreich auch sehr erfolgreiche Erfolge vorzuweisen hat. Was haben wir noch? Wir haben Asthma, auch eine Entzündungskrankheit unterm Strich. Da sollte man natürlich auch überlegen, ob man gerade explizit da den Tabak weglässt. Es hilft mitunter bei Verwirrung durch die Alzheimer-Krankheit, Depressionen. Die gesamte Palette an Entzündungsreaktionen, die man so hat, auch hier ähnlich im Prinzip wie bei Schmerzen, gibt es auch, glaube ich, einen großen Bereich von, naja, von nicht schweren Erkrankungen, wo man auch mal eine Entzündungsreaktion hat, wo es eigentlich schön wäre, einfach mal ein bisschen Cannabis einsetzen zu können, statt andere Medikamente nutzen zu müssen. Bei einigen Allergien hilft es, Juckreiz, ADHS, sowohl als auch Ergänzung, als auch möglicherweise als Alternative zu Ritalin und Co. Es ist eines der wenigen Mittel, das bei Schluckauf hilft. Das ist auch eine ganz, eigentlich eher eine Randanekdote, aber es gibt im Prinzip nur drei, vier Methoden, wissenschaftlich bewiesene Methoden, die bei Schluckaufs helfen. Das eine ist Cannabis, das andere sind Orgasmen, das dritte habe ich vergessen. Aber ne, insofern auch hier vielleicht eine Sache, die für die Massen geeignet ist. Tinnitus, Zwangsstörungen und nochmal zu erwähnen, auch Reizdarm, Morbus Crohn. Das sind so die Einsatzgebiete, die zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin in den Vordergrund stellt, dass hier die Forschungslage relativ gut ist und man auch eine ganze Menge klinische Erfahrungen hat.